Nicht jeder hat die Möglichkeit, große Standlautsprecher aufzustellen oder Lautsprecher in Wänden und Decken einzulassen. Wir werfen heute mal einen Blick in den Werkzeugkasten der Avitecten und zeigen drei spannende Produktserien, die dann zum Einsatz kommen, wenn klassische Mittel versagen. Hallo und herzlich willkommen auf dem YouTube-Kanal der Avitecten. Dass der britische Hersteller Monitor Audio ein tolles Sortiment an klassischen Lautsprechern hat, dürfte den meisten unserer Zuschauer bekannt sein. Gerade die Bronze-, Silber- und Gold-Serie erfreut sich bei vielen Avitect-Kunden einer großen Beliebtheit. Heute werfen wir aber mal einen Blick auf drei interessante Monitor-Audio-Produktfamilien, die vielleicht noch nicht jedem bekannt sind und auf die Avitecten gerne dann zurückgreifen, wenn herkömmliche Lösungsansätze nicht zum Ziel führen. Und natürlich kann uns niemand diese Serien besser näher bringen als Jens Ragenow, unser technischer Ansprechpartner für Monitor Audio in Deutschland. Also Monitor Audio hat neben dem klassischen Lautsprechersortiment bestehend aus Bronze, Silber, Gold und Platinum und unserer Custom Install Serie natürlich auch noch eine ganze Reihe an Speziallösungen für besondere Anwendungsfälle. Und drei davon will ich euch heute im Prinzip mal zeigen, und zwar unsere Apex A10, unsere Vector V240 und unsere Soundframe Serie. Wer tollen Sound erleben möchte, aber weder die Möglichkeit hat, Lautsprecher aufzustellen, noch diese in Wände oder die Decken einzubauen, dem bleibt oft nichts anderes übrig, außer den Lautsprecher an die Wand zu hängen. Produkte, die dafür konzipiert sind, gibt es zwar reichlich, allerdings sehen sie in der Regel auch genau danach aus. Nämlich nach einem Lautsprecher, der extra flach gebaut wurde, um ihn an die Wand zu hängen. Wem das nicht gefällt, dem könnte vielleicht die Soundframe-Serie zusagen. Also bei Soundframe gibt es insgesamt drei Modelle. Es gibt den Soundframe 1, den Soundframe 2 und den Soundframe 3. Soundframe 1 ist relativ quadratisch, ist groß, relativ quadratisch. Soundframe 2 ist praktisch das gleiche Modell wie ein Soundframe 1, aber in einem relativ schmalen und rechteckigen Gehäuse. Und Soundframe 3 ist ein sehr, sehr kleiner und kompakter Lautsprecher. Wie das manchmal so ist bei Lautsprechern, erhält auch hier der kleinste Lautsprecher die größte Nummer. Bevor wir uns die Lautsprecher jetzt mal im Detail angucken, interessiert uns natürlich als erstes, klingen die denn überhaupt? Also Soundframe 1 und Soundframe 2 sind an die Silver-Serie akustisch angelehnt. Soundframe 3 entspricht der Monitor-Serie, was ein Stück weit unterhalb der Bronze-Serie angesiedelt ist. Es ist halt ein sehr, sehr einfacher, sehr, sehr schicker, kompakter, kleiner Problemlöser. Die Lautsprecher aus der Bronze- und der Silver-Serie kennen wir sehr gut. Die hat jedes Avitect-Studio stets vorführbereit und die Lautsprecher erfreuen sich bei den Kunden einer großen Beliebtheit, wie man ja auch bei dem ein oder anderen Projekt sehen kann, das wir hier auf unserem Kanal vorstellen. Wir haben uns natürlich nicht alleine auf Jens Wort verlassen, sondern auch selber mal reingehört und wirklich, die Lautsprecher können sich nicht nur sehen, sondern auch hören lassen. Da müsst ihr aber natürlich nicht unserem Urteil vertrauen, sondern könnt euch im Avitect-Studio eurer Wahl alle Produkte, über die wir hier in diesem Video sprechen, selbst anhören und euch davon überzeugen. Ruft aber unbedingt vorher an, um sicherzugehen, dass die Lautsprecher, die ihr genau hören wollt, auch wirklich gerade da sind. Sind sie es nicht, dann organisiert der Avitect sie schnell für euch, baut sie auf und dann könnt ihr Probe hören. Doch nun zurück zu den Soundframes. Genau, das hier ist die Basisvariante. Das heißt, ich habe hier Frame und Grill. Und genauso gibt es optional im Nachkauf, gibt es auch die Frameless-Variante. Das heißt, dieser Frame an sich fällt weg und stattdessen habe ich eine vollflächige Bespannung in Schwarz oder Weiß. Standardmäßig gibt es die Produkte also in Schwarz und in Weiß mit dem sichtbaren Rahmen außenrum. Der Listenpreis für den Soundframe 1 liegt bei 399 Euro. Die beiden größeren Soundframes kosten jeweils 699 Euro. Wenn euch der hochglanzlackierte Rahmen nicht gefällt, dann könnt ihr stattdessen zusätzlich bei eurem Avitect die rahmenlose Abdeckung erwerben. Für den kleinen Lautsprecher kostet diese Abdeckung laut der Liste 59 Euro und für die beiden großen 79 Euro. Allerdings hebt sich Monitor Audio bislang noch nicht wirklich von der Konkurrenz ab. Doch aufgepasst, jetzt wird es spannend. Also das Schöne ist, du kannst dich bei den Lautsprechern, bei den Soundframes wirklich richtig austoben und kreativ ausleben. Die Stufe 1 praktisch ist, es gibt die Bespannung, es gibt die Grills an sich, sowohl Frame, so wie hier, als auch Frameless in verschiedenen Farben. Wichtig ist dabei der Rahmen, wenn ich mich für die Frame-Variante entscheide, der Rahmen bleibt immer schwarz oder weiß. Aber ich kann eben den Grill an sich in verschiedenen Farben nehmen. Also ich kann ihn neben schwarz und weiß, gibt es ihn eben auch in Blau, in Rot, in Bordeaux und so weiter. Die kann ich aber eben, wie gesagt, sowohl als Frame-Variante mit Rahmen nehmen oder aber auch frameless, sodass dass die Bespannung eben vollflächig über den gesamten Lautsprecher geht und darüber hinaus. Die
zweite Stufe ist im Prinzip unsere Monitor Audio Build Bibliothek. Das heißt, wir haben für alle drei Modelle, Soundframe 1, 2 und 3, haben wir eine sehr, sehr große Bilderdatenbank mit ganz, ganz vielen Motiven. Da sind also Bauwerke dabei, da sind Bilder berühmter Künstler dabei, da sind Musiker dabei und so weiter. Es gibt also eine riesige Bandbreite an Motiven, die man sich aussuchen kann, jeweils als Frame-Variante, als gerahmte Variante, als auch als Frameless-Variante, ohne diesen Rahmen, sondern eben vollflächig bespannt. Und wem auch das nicht reicht, der kann also aus seiner Kreativität vollkommen freien Lauf lassen und kann sich die Grills, auch da wieder, die Grills mit Frame oder aber vollflächig als Frameless, kann sich diese Grills bedrucken lassen mit einem individuellen Motiv seiner Wahl. Also selbstgeschossene Fotos, Familienbilder, Urlaubsbilder oder sonstige Erinnerungen beispielsweise können wir im Siebdruckverfahren auf diese Grills drucken lassen. Ganz, ganz wichtig dabei ist eben nur, wir dürfen aus rechtlichen Gründen keine Bilder verwenden, die in irgendeiner Form lizenziert oder urheberrechtlich geschützt sind. Also sowas wie ein Albumcover oder ein Kinoposter geht beispielsweise nicht, es sei denn, du hast eben tatsächlich auch die Freigabe vom Künstler, vom Rechteinhaber. Das ist immer ganz, ganz wichtig. Wer sich die Bespannung in einem speziellen Farbton und einem Motivdruck veredeln lassen möchte, muss dafür zwar noch einmal 199 Euro bei dem kleinen und 279 Euro bei den großen Lautsprechern auf den Tisch legen, bekommt dafür aber ein einzigartiges Produkt, das perfekt auf das Interieur abgestimmt werden kann. Doch ein wichtiges Detail haben wir noch nicht erwähnt, denn es gibt noch mehr Auswahlmöglichkeiten. Bei der Soundframe-Serie gibt es insgesamt zwei Möglichkeiten, die Lautsprecher zu verbauen. Du musst dich aber vorher für eine Variante entscheiden. Also es gibt unsere Soundframe-Lautsprecher 1, 2 und 3 sowohl als On-Wall-Variante, also zum an die Wand dranhängen, als auch als In-Wall-Variante, also als Einbauvariante, das dann praktisch fast nur noch der Rahmen an sich und ein kleines Stück vom Gehäuse aus der Wand rausguckt und sichtbar bleibt. Preislich macht es keinen Unterschied, ob die On-Wall- oder die In-Wall-Variante genommen wird. Aber bei so vielen unterschiedlichen Varianten und Optionen kann einem schon echt der Kopf schwirren. Ist eine einfache Lösung, klingt erstmal kompliziert. Und wem das zu kompliziert ist, der geht einfach zum Avitect in seiner Nähe, schaut sich's da an, lässt sich da beraten, sucht sich das schönste Bild aus und ja, lässt sie sich auf Wunsch auch noch an die Wand hängen oder in die Wand einbauen. Jeder, der sich schon mal im Internet ein bisschen über Lautsprecher und deren Aufstellung schlau macht, der wird schnell in diversen Foren darüber belehrt, dass Lautsprecher am besten nicht in der Nähe von Wänden und schon dreimal nicht in Raumecken positioniert werden sollen. Doch was, wenn ich nun mal keine andere Wahl habe? Gibt es denn keine Lautsprecher, die speziell dafür konzipiert sind, in Raumecken zu landen? Natürlich gibt es die und auch Monitor Audio hat mit der Vector-Serie ein solches Produkt im Sortiment. Die Vector V240 ist schon allein von ihrem Formfaktor für die Montage in Ecken geschaffen. Das haben wir euch auch schon in zwei Referenzen gezeigt, wie ihr hier in diesen Impressionen sehen könnt. Wer die kompletten Referenzen nochmal sehen will, der findet die Links in der Videobeschreibung. Separat erhältlich ist extra eine Wandhalterung, die genau für diesen Zweck konzipiert wurde. Die UVP für die V240 liegt bei 389 Euro und die für den Betrieb notwendige Wandhalterung liegt bei 35 Euro. Die Halterung gibt es einmal für die Montage auf einer flachen Wand oder eben speziell als Eckhalterung. Ein ganz spannendes Detail, wenn man sich den Lautsprecher anschaut. Was fehlt? Lautsprecheranschlüsse. Jetzt haben wir die nicht vergessen. Sondern wir haben uns da natürlich auch Gedanken zu gemacht für Monitor Audio. Und zwar werden die Lautsprecheranschlüsse über die Halterung selber zur Verfügung gestellt. Das hier ist jetzt die Wandhalterung. Das gleiche gilt aber auch für die Eckhalterung. Ich habe die Lautsprecheranschlüsse an sich, habe ich in der Halterung direkt integriert. Die baue ich dann also an die Wand bzw. in die Ecke, unter die Decke, wo auch immer hin. Nehme den Lautsprecher und stecke ihn auf die Halterung drauf. Alles, was ich da noch machen muss, ist eine einzige Schraube hier unten festziehen. Dann ist der Lautsprecher fest mit der Halterung verbunden und das Musiksignal wird eben über die Lautsprecherkabel, über die Halterung in den Lautsprecher übertragen und das Ding spielt Musik. Die verfügbaren Farben sind erstmal klassisch, aber wer mehr möchte, muss sich damit nicht zufrieden geben. Den Lautsprecher gibt es erstmal so, wie er ist, hier in so einem lebensbejahenden Schwarz oder auch in Weiß. Und wer dann sagt, also ich bin weder schwarz, also schwarz und weiß sind beides nicht die Farben, die ich haben möchte, ist das kein Problem. Der kann sich trotzdem für diesen Lautsprecher entscheiden, denn natürlich sowohl das Gitter an sich als auch das Lautsprechergehäuse sind komplett lackierbar in Wunschfarbe. Also jeder Lackierer, der so einen Lautsprecher in die Hand kriegt,
weiß auch, was damit zu tun ist. Als weiteres Highlight lässt sich die V240 nicht nur ausschließlich im Innenbereich einsetzen. Der kann im Winter, der Lautsprecher, also es ist wetterfest, der Lautsprecher kann auch wirklich bei Wind und Wetter, bei Sturm, bei Schnee, bei Regen, kann dieser Lautsprecher draußen bleiben und das übersteht er. Doch am Ende zählt natürlich der Klang. Und auch hier orientiert sich Monitor Audio an den bekannten Werten aus den klassischen Serien. Wir haben hier zwei 4 Zoll Tiefmitteltöner und einen 25 mm C-Cam Hochtöner. Akustisch habe ich also hier das Klangniveau aus der Monitor Audio Bronze Serie. Kommen wir nun zum letzten Protagonisten in unserem Video, Monitor Audios beliebter Apex-Serie. Also jetzt haben wir sowohl mit Soundframe als auch mit Vector haben wir aus meiner Sicht zwei Speziallösungen im Programm. Wir haben aber auch ein echtes Multitool, und zwar unsere Apex A10. Das ist ein kleiner und auch verdammt schwerer Lautsprecher im Übrigen. Das ist ein Voll-Aluminium-Gehäuse, also da steckt richtig was drin. Und das Besondere dabei ist, es ist erstmal ein kleiner, sehr hübscher und auch klangstarker Lautsprecher ist, also klanglich an die, stammt also von der Monitor Audio Silver Serie ab. Das Besondere dabei ist, ich kann den Lautsprecher neben der klassischen Aufstellung, so wie ich es hier sehe, kann ich den Lautsprecher sowohl in der horizontalen als auch in der vertikalen kippen und neigen. Ich kann den Lautsprecher aber auch 180 Grad drehen. Ich kann den unter die Decke bauen, unter die Decke schrauben und dementsprechend eben auch sowohl in der horizontalen als auch in der vertikalen neigen und drehen. Das ist beispielsweise ganz hervorragend auch geeignet für Dolby Atmos, DTS:X, Auro und solche Anwendungen. Also dass ich eben da den Lautsprecher perfekt ausrichten kann. Und wer den Lautsprecher weder auf eine Möbel beispielsweise haben möchte, aber auch nicht an die Decke gehen möchte mit dem Lautsprecher, der kann diesen Standfuß umbauen mit wenigen Handgriffen und macht ihn zu einer Wandhalterung, sodass der Lautsprecher dann eben wirklich, der Fuß wird 180 Grad gedreht, kommt an die Wand und der Lautsprecher kann dann eben wirklich auch da wieder individuell auf jeden Hörplatz ausgerichtet werden. Allein die Apex A10 ist klanglich wirklich ein echtes Highlight. Aus dem Lautsprecher kommt viel mehr Performance raus, als man ihm auf den ersten Blick zutrauen würde. Doch wem das noch nicht reicht, für den gibt es in der Serie noch die große Schwester. Genau, die Apex A10 ist eigentlich so der heimliche Superstar in unserem Sortiment. Sie hat aber noch ein größeres Pendant. Also wir haben die Apex A40, das ist quasi die A10 verdoppelt. Das ist also so ein Klangriegel quasi. Also das nutzen wir üblicherweise als Center, die A40. Die kann aber genauso auch 90 Grad gedreht als LCR, also als Frontlautsprecher links und rechts beispielsweise oder als Surround-Lautsprecher links und rechts genutzt werden und ist eben auch mega flexibel. Das Hübsche bei der A40 ist, sie hat eine Wandhalterung mit dabei, mit der sich der Lautsprecher sowohl ganz klassisch horizontal an die Wand hängen lässt und eben auch da winkeln lässt. Oder aber genauso eben auch 90 Grad gedreht, eben auch wieder dementsprechend in der Vertikalen angepasst werden kann und auf die entsprechende Hörposition ausgerichtet werden kann. Die UVP für die Apex A10 liegt bei 599 € und für die A40 bei 969 €. Erhältlich sind die Modelle in Schwarz und Weiß. Bei beiden Modellen ist im Lieferumfang eine magnetisch gehaltene Stoffabdeckung dabei. Bei der schwarzen Ausführung natürlich in Schwarz und bei der weißen Ausführung in Silbergrau. Wir hoffen, euch hat dieser kleine Einblick in die Werkzeugkiste der Avitecten gefallen. Wenn wir euch häufiger auch mal einige Speziallösungen abseits des Mainstreams zeigen sollen, dann gebt dem Video doch gerne einen Daumen nach oben und lasst es uns in den Kommentaren wissen. Das war's für heute. Bis zum nächsten Mal. Euer Ecki Schmidt und die Avitecten. Tschüss!